Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Da steht er schon. Der großzügigste Junge im Alter von 13. Du bist ja noch 13. Ja. Ja. Den ich kenne. Du erinnerst dich vielleicht an den letzten Vlog. Da ging es ja darum, dass ich den Kindern einmal erklärt habe, was das SOS-Kinderdorf ist. Ich ja auch dort zu Besuch war und mir alles angeguckt habe. Und Johann hat sich einfach bereit erklärt, eins seiner Weihnachtswünsche abzugeben und für das SOS-Kinderdorf etwas zu spenden oder was zu kaufen. Und wir haben jetzt gerade eben die Nachricht bekommen, was sich das SOS-Kinderdorf wünscht. Und zwar haben sie so ein Jugendtreff für Kinder ab 13 Jahren, also ja. Pass. Und die hätten gerne einen Wunsch, der dann eben für die gesamte Truppe ist. Und sie haben sich, was haben sie sich gewünscht? Eine PS5. Eine PlayStation 5. Okay, das kann ich nachvollziehen, ne? So Kinder in dem Alter. Ja, tatsächlich ist das eine tolle Sache. Deswegen fahren wir jetzt los und besorgen es und ja, vielleicht noch ein paar andere Sachen dazu. Mal gucken, was wir heute alles finden. Ich nehme dich mit. Ich bin super aufgeregt, sowas zu machen. Es ist immer so schön, was zu schenken. Ja, das stimmt. Alle Kinder eingepackt? Ja. Ja. Sind alle Kinder da? Ja. Ein Familienprojekt wird daraus gemacht. Ja, die Kinder freuen sich auch, jetzt quasi auch was auszusuchen für die Kinder im SOS Kinderdorf. Clara hat sich auch bereit erklärt, sie möchte auch die Spiele aussuchen, weil sie weiß, ja, sie weiß natürlich auch Bescheid, was die Kinder gerade so ab dem Alter von 13 Jahren noch gerne mögen. Stimmt's, Clara? Ja. Aber ich bin doch gerade so ja halt diese. Ja, ich meine ja nur. Aber jetzt, genau, Jungs, Mädchen, alles abgedeckt. Mit mehr Speicherplatz? Ja. Eine Slim-Version, wusste ich gar nicht. Nimmt auch nicht so viel Platz weg. Aha. Wie ja, wie ihr meint. Ich weiß halt nicht. Jetzt muss sich Johann erstmal entscheiden, für welches. Das ist jetzt das Normale und da hinten war das Slim. Ach, mit Spiel ist das schon dran. Ja. Ach, okay. Aber müssen wir nicht die anderen waren? Und das ist noch mal eine andere. Die schwarze? Achso, das ist die quasi ohne Laufwerk. Ohne Laufwerk. Und wenn man das ohne Laufwerk kauft, kann man das ist Laufwerk später kaufen. Wir wollen ja jetzt noch Spiele kaufen, ja, dafür brauchen wir ja ein Laufwerk. Diese Version mit FIFA. Ja, die jetzt. Und dann noch Controller, ne? Also, die sieht dann auch anders aus, glaube ich. Vielleicht einen schwarzen, einen blauen und einen rosa mit. Ach so, ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Dann haben wir vier Controller, maximal vier Controller. Wir haben schon eine Kabel drin. Ach, hier ist blau. So, also ist einfach eine rosa müsste auch da irgendwo sein. Also rosa kann ich jetzt auch holen. Ja, blau, schwarz, schwarz, schwarz. Schwarz habe ich schon da. Blau ist schick. Schwarz, ja, blau finde ich auch schön. Also einen schwarzen, ein grau ist ja sowieso mit dabei. Und ein blau und eine rosa, dann würdest du vier Controller haben. Hier gibt es nochmal eine Special Version, Johann. Gibt es ja nochmal. Wie viele gibt es denn davon? Ja, es gibt viele, aber das ist halt ein super Preis, aber dann halt digital ohne Laufwerk. Ach, okay. Aber die ist digital, hat Johann gesagt. Nee, das zeigt mal, das ist ja, aber das steht digital drauf. Ja, die sind leer. Ach, das ist einfach nur Werbung. Werbung. Beton, das ist gar nichts drin. Ach, guck mal, aber so viele verschiedene Controller gibt's. Ja. Den pinken finde ich aber auch ja, ganz auch gut. Ne? Schwarz, blau und pink. Ach, und lila gibt es auch. Ja, lila nicht. Ja, wo sind denn die Controller hier? Da dann anscheinend. Kann man zusammen spielen. Ach cool, ja, ja, dann nehmen wir das. Spiele aussuchen. Hogwarts ist doch ein total gehaltenes Spiel. Das stimmt. Hogwarts? Das will ich auch spielen. Kann man dann zaubern? Mhm. Hast du auch eins ausgesucht, Clara? Und das. Von den Studios von Elden Ring und ja, guck mal. Ja, gut, das dann muss ich mitkommen. Als PlayStation 4 Spiele auch aus der PlayStation. Kann man, aber ich würde schon trotzdem die PlayStation 5. Also ist das eine gute Idee? Ja, müssen wir gucken. Also das ist auch so ein bisschen was. Ist ja auch so okay. Etwas ruhig, ja, ja, was Ruhigeres. Also das hier. Ist auch, FIFA ist Action. Ja auch schon ruhig. Anastasia, ja, die süße Maus ist jetzt eingeschlafen. Gestummert vor sich hin. Und wir suchen. Clara, hast du jetzt eins ausgesucht? Oh, das ist ja witzig. Nein, noch nicht. Weil das ist ein Kartenspiel. Ach so. Die Auswahl ist gefallen. Ja, einmal FIFA, was schon drauf ist, und ja, die stimmt. Drei Spiele. Welche sind das? Legacy. Einmal Street Fighter. Und Gran Turismo. Ein okay. Auswahlspiel. Also, ich finde, das würde ich auch alles spielen. Okay.
Also das Rennspiel, FIFA, aber Hogwarts. Ah, stimmt, ja. Und Street Fighter gibt es ja auch nicht. Ja, das habt ihr ja noch nicht mal, ne? Das ja. Hogwarts? Nee, wir haben gar nichts davon. Ja, ja, irgendwie. Es ist aber toll, dass ihr das so aussucht. Ab zur Kasse. Ja. Mama hat die Spiele, Papa hat die Rechnung. Mhm. Oh mein Gott. Wie haben wir die Spiele? Die Spiele könnt ihr, glaube ich, in den Korb reinpacken. Ja, dann ist das ich ging nicht so rein. Auf dieses Geschenk würde ich mich aber unglaublich gefreut. Hättest du dich sehr gefreut, ja. So, es geht los. Wir haben jetzt alles eingepackt. Alles ist hinten drin. Johann, der Wichtigste, der steigt noch gleich ein. Clara kommt auch mit. Du musst hinten sitzen. Okay. Ja, dann sitz vorne, okay. Okay. Oder lieber hinten. Okay. Okay, dann vorne. Okay. Ja, wir haben jetzt Termin, also habe abgesprochen, dass wir jetzt gleich vorbeikommen, um die Spende zu bringen. Und dann gucken wir uns mal an, wo es hingestellt wird, wo es hinkommt. Und ich hoffe natürlich, dass sich auch alle freuen. Na dann los! Ja, Johann hat ja noch nicht mal die Sachen, die er jetzt spendet. Also weder die Controller in den Farben, noch die Spiele. Schaffst du alles? Ich schaffe alles. Okay. Ach, guck mal, da ist sie schon. Hallo! Hallo! Kommt ja der edle Spender. Ja, voll bepackt. Voll bepackt, hallo, ich bin Annalena. Hallo! Hallo! Da hat eben schwierig. Das machen wir so, alles gut. Richtig toll, ich habe schon von deiner Aktion gehört. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, wo das Ganze zum Einsatz kommt, oder? Ja. Ja. Sehr schön. Soll ich dir irgendwas abnehmen? Nein, gut, ich voll bepackt mit tollen Sachen, ne? Ja. Eure Mama hat euch ja bestimmt schon erzählt, ne? Wofür das Ganze nachher genutzt wird. Oder weißt du schon so grob oder soll ich nochmal erzählen? Ja, gerne. Das ist letztendlich der Treffpunkt für alle Kinder ab 13 bei uns, wo wir einen Jugendclub haben, der immer geöffnet ist. Die Jugendlichen kommen dahin, haben eine Kollegin in dem Haus, die auch so eine Vertrauensperson außerhalb ihrer eigenen Familie oder ihrer Wohngruppe ist, wo sie letztendlich mit allen Themen hinkommen können, die sie aktuell bewegen. Die Kollegin im Jugendtreff organisiert auch immer Ferienprogramm, Freizeitaktivitäten, Ausflüge, die wir eben dorfübergreifend machen. Und für diesen Jugendtreff, der regelmäßig ab 17 Uhr geöffnet ist, ist natürlich eine Spende perfekt, weil die Kids sich da treffen. Das wirst du gleich sehen, die haben hier ein kleines Wohnzimmer mit einem Fernseher, der tatsächlich auch relativ neu gespendet wurde. Boah, cool. Richtig gut, ja. Und da passt die natürlich. Jetzt nur die Frage, bauen wir schon mal auf als Überraschung? Oder? Also wenn du das kannst, ich bin da völlig raus. Ich kann sowas nicht. Genau, das ist unser Jugendtreff. Also wie man sieht, ne? Raum der Jugendlichen. Da haben wir hier ganz viel Mitspracherecht. Und das ist hier quasi der Aufenthaltsraum. Genau, da. Das ist ein guter Fernseher, da. Ja, ist das so in Ordnung? Ja. Bist du zufrieden, Johann? Ja. Passt das, ja? So, jetzt ist nur die Frage, wo stellen wir die PS5 auf? Wie sieht die denn am Ende aus? Ist die also, hoch, flach? Die kann man so machen, wie man möchte. Also man kann die zum Beispiel da reinlegen oder zu deinem aufstellen. Glaube ich, mehr Sinn ergeben. Reinlegen? Ja. Aufstellen sieht immer cooler aus, aber cool. Verlegen wir schon mal die Sachen dahin. Zu den, warte, ich pack die Spiele sonst weg. Die Kids haben hier gestern noch sich getroffen und gespielt. Passt ja perfekt, ne? Als hätte man nur auf die PS5 gewartet. Ja, also, ne? Ja, genau. Dafür. Na gut, dann baue ich sie jetzt auf. Ja, sehr gerne. Dann kann man direkt loslegen. Meine Kollegin hat uns auch das Video gesehen, als wir dann darüber gesprochen haben, PS5, und schrieb mir dann direkt eine E-Mail. Also wir! Ach, cool, ja. Ja, die hat sich wirklich ganz doll gefreut. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, als du meintest, naja, wir sind schon so gut ausgestattet mit der Konsole. Und dann dachte ich, okay, dann vielleicht irgendwas anderes. Ja, aber mein Chef sagt auch, ja, sag das nochmal anders. wir sind halt ausgestattet, was Technik angeht, für Schulbedarf, ne? Also sei es Laptops, so, okay. iPads und so, weil in einer gewissen Klasse brauchst du ja sowas heutzutage, sonst kannst du ja gar nicht mitmachen. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn der Karton gerissen ist. Das macht gar nichts. Nein, aber sowas ist natürlich der Hammer. Ich lasse dich das. Okay.
Heißt, sie können sich dann hier auch was zu essen machen oder wird hier angeboten? Genau, die kochen auch regelmäßig zusammen, oh, okay. Die abends treffen, genau. Ja. Und wie lange ist das hier auf, dann den ganzen Tag? Öffnet eigentlich so um 17 Uhr, weil die Kinder natürlich auch in der Schule sind, ne? Meistens dann freitags und dann bis 22 Uhr. Oh, das ist ja genau, lange, die Kollegen, ja, die verbringen dann auch wirklich den Abend hier zusammen. Und die Kollegin, die das hier macht, wie gesagt, die macht die Ferienaktivitäten, die koordiniert das alles. Also wir bieten halt in den Ferien das meist, also wenn wir 2 Wochen Herbstferien zum Beispiel haben, ist es so, dass meistens in der ersten Woche die Familien Ausflüge machen oder im Urlaub sind. Und dann die zweite Woche wir hier über den Jugendtreff eben Angebote haben, wie basteln, kochen, Kürbisschnitzen, sowas alles. Ja, genau. Oder Zeltlager, dann stellen wir hier ein Zelt auf und dann übernachten wir hier mit in der Dorfmitte. Sieht sogar schön aus. Sieht sie anders aus als deine? Hier ist zum Beispiel ein Strich, hat hier ein anderes Profil und ist sogar besser als meine. Ja? Ja. Ist das eine neue Version? Ja, ist die neueste. Ach so, okay, wusste ich gar nicht, dass da Unterschiede gibt. Ja, also wir haben 4 Controller, also das Maximale. Ja, bei den Spielen haben wir auch aufgepasst, dass sie ab 12 sind und nicht ab 16 oder so. Ja, super, sehr gut. Was habt ihr denn da? Ja, kannst du ja mal angucken. Du hast 4 Spiele. Einmal FIFA. Das ist ja super gut. Ja. Das war das Erste, was meine Kollegin fragte, ist denn auch FIFA dabei? Okay. Ja, das heißt FIFA. Einmal ein Autorennspiel. Ja. Ein Geschichtenspiel. Und ein Spiel, das man gegenseitig spielen kann. Also ich finde, es sieht super aus. Das sind die Controller. Habe ich versucht, in möglichst verschiedenen Farben zu machen. Ach so, einen kleinen. Was ist das jetzt? Die kommen da rein und dann kann man sie. Ach so, und dann ist die so quer. Ja, das passt ja perfekt dann da an das Fach. Aber die sieht kleiner aus als deine, so schmaler. Ja, ne? Die schmaler ist. Heißt auch PS5. Nee, das ist Slim. Aber nicht die Slim. Doch, das ist die Slim. Ach, du hast die Slim gekauft? Ja, ach das ist die neueste. Okay. Mit mehr Speicherplatz. Kleiner mit mehr Speicherplatz. Und dann dürfte sie. So stimmt. Cool. Ja, gut. Schickes Ding. Ja, wird warm, ne? Ja. Ich mach. Okay. Internet habt ihr hier, oder? Halt. Ja. Ja. Okay, weil das ist immer sehr wichtig für Spaß. Direkt am Fernseher anschließen? Ja. Oh, okay. Das können wir machen. Also ich brauche den Inclusive-Programm. Oh. Dienstleistung bis zum Ende. Kann man machen. Vorsicht, Johann. Ich glaube, den Rest könnt ihr dann. Aber es wird natürlich ein Highlight, wenn es schon geht. Ja. Ja, genau. Und dieses Kabel, Johann? Wofür ist das? Für den Controller. Ach so, ja, klar. Stimmt. Ist das mit Kabel? Nee. Ja. Ach so, zum Aufladen ist das. Ach so. Ja. Und einmal zum Verbinden. Also einmal muss man das dann an die PS5 anschließen, dann den Controller, anmachen und dann verbindet sich das. Ach, einmal so aktivieren. Ja, dass es synchronisiert ist. Ja, und der Rest kommt selber zum Verbinden. Genau. Ja, cool. Dann ist jetzt fertig. Richtig toll. Da muss dann noch das Internet einrichten und dann ist eigentlich auch schon fertig zum Spielen. Ja, super. Vielen Dank. Wirklich. Richtig, richtig toll. Dankeschön. Werden sich bestimmt freuen. Das wird eine tolle Überraschung, ne? Dann kommen Sie rein und sowas dann. Sowas von, ja. Definitiv. Die Jubelschreie hören wir wahrscheinlich bis in die Verwaltung. So happy, Johann? Ja, Sie nicht. Ach, das macht dich jetzt ein bisschen. Ach, Johann. Ach, warte. Ja, ich nehme es weg. Das ist voll wichtig für die Kinder, ne? Ja, ich habe es kaputt gemacht. Ich lege es trotzdem hier hin. Alles gut. Weil man weiß ja nie, wofür vielleicht auch zum Basteln. Ja, das war's. Oder? Sieht echt cool aus. Okay, nochmal check. Cool. Tolle Aktion, wirklich. Richtig toll. Danke. Okay. Dann? Ab nach Hause? Ja. Ja. Bist du stolz auf deinen Sohn? Ja, total. Also er hat ja noch nicht mal die Spiele, die er jetzt, die er jetzt verschenkt hat. Ja. Die Kontrolle sieht auch viel cooler aus als meine. Und halt die neue Konsole auch, ne? Die du auch nicht hast. Ich erschrecke mich, kann man ja da mal raus. Oh, okay. Okay. Damit auch keiner die PS5 kennt. Ja. Guck mal, das ist ein Spielplatz hier. Ja. Ganz schön gemacht. Wollt ihr noch mal eine Runde gehen? Wollt ihr es euch noch mal angucken? So, ja, also, gerne. Ja? Eine Runde durchs Dorf? Okay. Ja. Dann. Heute auch ohne Schnee. Genau. Das ist nicht so kalt. Beim letzten Mal habe ich so gezittert. Heute kann man besser laufen. Genau, das sind letztendlich alles unsere Häuser, in denen die Kinder auch leben. Von klein bis groß. Wir gehen einmal die Runde nach hinten, denn da haben wir noch einen Sportplatz, einen Fußballplatz, auf dem die Kids immer spielen.
Wir warten sehnsüchtig darauf, dass wir nochmal einen Fußballtrainer bekommen. Unser ist leider aus Altersgründen ausgeschieden. Oh, schade. Und das gestaltet sich ziemlich schwierig, einen neuen zu finden. Sucht ihr dann ehrenamtlich oder? Mhm. Ja, ne? Genau. Ja. Freitags nachmittags. Okay. Am liebsten. Genau, wenn die Kids aus der Schule sind. Genau, das ist quasi so eine Wohngruppe. Und hier ist ab 13 Uhr natürlich Highlife. Dann kommen sie alle nach Hause. Ja. Mhm. Und dann Husik ist hier. Unser Sportgelände sozusagen. Ja. Ist natürlich toll, das ist für die Kinder auch einfach klasse. Das ist halt das Schöne an diesem Gelände, dass es so groß ist, dass wir wirklich ein richtiges Dorf sind. Mhm. Und die Möglichkeit haben, dass die Kids sich hier aufhalten. Und seid ihr froh, dass ihr jetzt Ferien habt? Ja. Ja, waren ja noch mal so viele Arbeiten und Tests in der Schule, ne? Jetzt kurz vor Weihnachten. Und die wurden dann auch immer eng verschoben, weil die Lehrer immer dran waren. Dann am Ende ist dann alles auf dem Mund. Dann ballt sich das so, ne? Ich freue mich auf Weihnachten. Seid ihr schon ganz aufgeregt? Ja. Was wohl das eine Geschenk sein wird, was du bekommst? Das war wirklich eins. Ich möchte es unbedingt wissen, wie sie reagiert haben. Ja. Also wir kriegen einen Bericht, genau heute Abend um 17 Uhr, da geht der Jugendtreff los und keiner weiß davon. Also es wird eine riesen Überraschung, wenn dann da alle sitzen und dann, hä, was steht denn da? Dann, genau, schreibt mir Annalena nochmal, mit ihr hatte ich ja die ganze Zeit Kontakt. Auch nochmal hier liebe Grüße an dich, vielen, vielen Dank für die ganze Kommunikation, auch mit der Übergabe. Und ja, Johann. Das hat er auch gesagt, ein Riesenvorbild. Und sie war ganz verwundert, dass du auch erst 13 bist. Ne? Ja. So eine große Geste von einem 13-jährigen Sohn. Ich durfte selber auch erst in den Jugendtreff, da und jetzt gerade erst anfangen zu spielen. Ja, genau. Ja. Du wärst quasi eine der, die jetzt da mitmachen dürften. Ich würde mich sehr freuen. Tolle Aktion von Johann, muss ich auch nochmal sagen. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Und Johann, ja, Johann ist wirklich ganz aufgeregt, ne, wie die Kinder da reagieren werden. Ja, das bin ich auch. Aber wir kriegen da nochmal Bescheid. Und ich wollte auch nochmal sagen, Annalena hat mir schon gesagt, es kommen gerade ganz viele Spenden rein. Vielen, vielen Dank an unsere Community, dass da so viel Empathie ist und alle irgendwie mithelfen wollen. Auch, wie gesagt, wenn es nur ein Euro ist, unsere Community ist riesig und da kommt immer was zusammen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.